Willkommen zurück zum GA Heimspiel. Wir haben den vierten Spieltag, Turniertag. Ja. Und starten jetzt um 18 Uhr mit der Gruppe E. Genau. Und dort mit der Partie Polen gegen Nordirland. Wir sehen also zum Beispiel Robert Lewandowski zum ersten Mal bei dieser Europameisterschaft. Und es wäre keine Überraschung, wenn er direkt mal seine Torgefährlichkeit in dieser Partie zeigt. Die Nordiren gehören ja jetzt nicht unbedingt zum Favoritenkreis, kann man, denke ich mal, sagen. Und denk mal, Polen hat eine ganz ordentliche Mannschaft am Start. Das heißt, sie werden auch in der Gesamtrechnung dieser Gruppe eine Rolle spielen? Denke ich schon. Also ich gehe davon aus, dass das Achtelfinale mindestens drin sein sollte für Polen. Klar, Spanien ist der logische Favorit in dieser Gruppe. Aber mit den Polen ist, denke ich mal, zu rechnen bei diesem Turnier. Gut, ich glaube, wir können auch ohne große Umschweife direkt zu der Partie kommen. Mannschaften sind bereit. Da sehen wir schon die nordirischen Fans. Gewohnt. Lautstark. Lautstark. Ja. Ja, und hier sehen wir schon die Aufstellung. Auf der linken Seite Louis, das große Talent der Nordiren. Und dann nochmal eine Raute im Mittelfeld. Auch nicht mehr so oft gesehen heutzutage. Mit Davis auf der 10er-Position und dann der Doppelspitze McGuinness und Lefferty. Ja, und bei den Polen haben wir gerade schon ganz groß im Bild gesehen, den Star der Mannschaft, Robert Lewandowski von den Bayern. Auch wieder eine überragende Saison. Ja. Ist er einer der besten Stürmer der Welt? Absolut, das muss man sagen. Trifft seit Jahren deutlich zweistellig in der Bundesliga. Trifft auch in der Champions League sehr häufig. Da haben die Polen einen Mann im Sturm, auf den sich jeder Gegner, egal wie gut er ist, einfach einstellen muss. Und jetzt haben wir hier Wojciech Szczęsny, auch grandioser Torwart von Juventus Turin. Krychowiak kennen wir auch noch aus der Bundesliga. Zielinski, auch ein guter Spieler in der polnischen Mannschaft. Rosicki im Mittelfeld und wie schon gesagt vorne in der Spitze dann Robert Lewandowski. Den Ball haben aber erstmal die Nordiren, bauen erstmal ruhig von hinten auf. White, Smith, Davis, Guinness. Der Ball auf Smith, aber der steht im Abseits. Und jetzt die Polen zum ersten Mal am Ball, aber ein eklatanter Fehlpass. McGuinness, Lefferty kommt nicht dran. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Moribus, Rosicki. Da gut durchsetzen kann auf der linken Seite. Pass in den Rückraum, Zielinski, und da ist schon das erste Tor. Zielinski, wir haben ihn angesprochen, junges Talent, und hier hat er freie Schussbahn gehabt. Die Chance hat er sich nicht entgehen lassen. Und bekommt hier die Glückwünsche von seinem Teamkollegen Robert Lewandowski. Ja, auch ein begnadeter Fußballer vom SC Neapel. Ja. Dem eine große Karriere eigentlich bevorstehen könnte. Genau. Wir haben schon mehrfach angesprochen, so eine EM, da ist das Potenzial da, sich ins Schaufenster zu spielen sozusagen. Und da werden einige Scouts jetzt schon mal den Namen in ihren Notizblöcken notiert haben. McGuinness vertändelt da den Ball. Es geht wieder in die andere Richtung. Lewandowski jetzt mal am Ball. Auf Rosicki wieder, der hat wieder Platz. Und scheitert aber mit seinem Schuss. Ein starker Pass von Lewandowski dann. Ja. Nordiren können erstmal klären. Über die linke Seite. Und da hat er Platz, Jones. Stoppt jetzt ab, gibt ins Mittelfeld auf Davis. Schöner Pass auf McGuinness.
Lefferty, aber die polnische Verteidigung hat aufgepasst. Der Zielinski, Lewandowski, aber abgefangen. Krosicki, Lewandowski, wieder raus auf Krosicki. Und diesmal versucht das alleine, bleibt aber da hängen. Also viel läuft über die linke Seite bei Krosicki. Da scheinen die Polen eine Schwachstelle der Mannschaft ausgemacht haben. Jetzt Lewandowski hat die Chance, geht vorbei und knapp am Tor vorbei. Da hat nicht viel zum 2-0 gefehlt. Katastrophaler Fehler an der Hintermannschaft. Und eigentlich lässt er sich so eine Chance ja nicht entgehen. Ja, und ausgerechnet der Routinier Johnny Evans da hinten mit dem Fehler. Da flattern ein bisschen die Nerven in diesen ersten Minuten im ersten Auftritt der Nordiren. Da ist er wieder am Ball, Evans. McNair, Davis, McGinnis. Jetzt geht's vielleicht mal über Lefferty, der sich da gut durchsetzt, gefoult wird, aber White spielt weiter, Vorteil. Ja, und da ist die Chance. Der Schiedsrichter jetzt nicht pfeift, war ja eigentlich ein klares Foulspiel und die Vorteilsituation dann später vorbei. Der Linienrichter hatte auch die Fahne gehoben, also war ja wohl anderer Meinung. Davis. Mit der Hacke mitgenommen, McGinnis, aber gut aufgepasst an der Defensive. Wir sehen jetzt gerade eine kleine Drangphase der Nordiren. Auch wenn sie da noch kein Kapital rausschlagen konnten. Aber sie melden sich nach diesem 0:1 zurück. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Flanke Richtung Lewandowski, die kommt nicht an. Und die nordirische Mannschaft versucht den ruhigen Spielaufbau. Lefferty und Davis, aber dann wieder so ein Fehlpass. Es geht wieder auf Lewandowski. Klasse Dribbling, aber der zweite Mann ist dann einer zu viel. Aber Polen bleiben im Ballbesitz. Vorerst. Lewandowski ist im Strafraum, kann jetzt schießen, macht er auch. Und Fußabwehr des Torwarts. Zielinski jetzt am Ball, Grosicki mit dem Schuss und Peacock Farrell hat den Ball. Also auffällig bei den Polen, dass sie sehr schnell Lewandowski suchen, der dann da auch ins 1 gegen 1 geht. Bislang aber noch ohne direkten Erfolg. Wieder bei Lefferty, gibt raus zu Smith. Hat etwas Platz, wieder auf Lefferty. Gut durchgesteckt. Davis. Und da ist die erste große Chance der Iren, ja, der Nordiren. Und dann ist Lewandowski mal ganz frei da auf der rechten Seite. Setzt sich gut durch, das muss es doch sein. Und der Ball knapp vor der Linie geklärt. Aber Lewandowski hat ihn wieder und verzieht ein zweites Mal. Also das ist jetzt schon ein kleines Wunder, sage ich jetzt mal, dass Lewandowski jetzt 3 Chancen in Summe schon vergeben hat. Das kennen wir so nicht vom Bayern-Stürmer. Ja, wie schon gesagt, überragende Saison von Lewandowski. Ja, auf der Wand. Zielinski wieder, Lewandowski, Grosicki. Könnte in die Mitte geben, versucht den Zweikampf zu suchen. Oh, was für ein Fehlpass. Pass. Aber dann, ja, das war etwas überheblich da, mit der Hacke zu spielen. Und da ist der Halbzeitpfiff. Ja, die Polen sehr stark begonnen. Ja. Die Nordiren haben aber immer besser ein Spiel gefunden. Am Ende aber doch deutliches Chancenplus für die Polen. Definitiv. Das heißt, die Überraschung ist Robert Lewandowski bis jetzt ohne Treffer. Genau. Also unterm Strich können die Nordiren, glaube ich, froh sein, dass es nur mit einem 0-1 in die Halbzeit gegangen ist. Ich bin mal gespannt, was sie jetzt in der zweiten Halbzeit noch liefern. Da muss definitiv mehr kommen. Offensiver werden, ist es klar. Und mal gespannt, ob da schon die ersten personellen Wechsel jetzt zur Halbzeit kommen werden. Es fällt auf, dass Lewandowski sehr viel gesucht wird. Ja. Aber
nicht nur im Abschluss agiert er oft glücklos, sondern auch oft in diesen 1 gegen 1 Situationen. Genau. Ich denke mal, darüber wird er sich selbst geärgert haben und jetzt in der zweiten Hälfte versuchen, das deutlich besser zu machen. Spielaufbau der polnischen Mannschaft über Krychowiak, gibt raus zu Grzycki. Guter Pass, hat Platz, Flanke in die Mitte, Verteidigung rettet vor Lewandowski. Jetzt Davis und McGinnis wieder. Ja, das war die falsche Entscheidung. Da war sein Teamkollege auf der linken Seite ganz frei. So sind die Polen wieder am Ball mit Kaczor. Kann sich da aber nicht durchsetzen. Aber jetzt, die Polen bleiben dran. Mit Krzycki, da kommt der Schuss. Schöner Schuss. Bisschen zu hoch angesetzt. Aber ich glaube, in dem Moment die richtige Entscheidung zu schießen. Ja, absolut. Hatte viel Platz. Ja, da ärgert er sich. Pico Quarel versucht jetzt erstmal ein bisschen Ruhe reinzubringen. Lässt sich da Zeit im Ausführen des Abstoßes. Mit ihren am Ball. Mit White. Und Smith über die rechte Seite. Pass zu Lafferty, aber wieder gut abgefangen. Und jetzt geht's über Zielinski, der da viel Platz hat. Katja Zielinski. Pass in die Tiefe auf Grzycki. Aber die Iren wieder dazwischen. Und jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Jetzt mal schön freigespielt, White. Auf Lafferty. Aber das dauert zu lange dann in diesen Situationen. Ja, da war sein Mitspieler schon zu weit gelaufen. Ging mir auf die andere Seite. Lewandowski hat da wieder Platz. Stürmt in den Strafraum. Aber verliert das wieder gegen Johnny Evans. Er kann aber nicht richtig klären. Aber die Flanke geht ins Tor aus. Da hätte er vielleicht sogar früher den Schuss nehmen können, Robert Lewandowski. Während wir hier nochmal Kamil Grzycki mit seinem Schuss von eben sehen. Der macht jetzt Platz für die Nummer 21. Frankowski jetzt ins Spiel für ihn. Klassischer Rechtsaußen. Dennis Lewis. Das junge Talent. Der McGinnis. Und dann wieder so ein Fehlpass. Zielinski auf Lewandowski. Da ist Frankowski. Pass auf Lewandowski wieder. Und da setzt er sich gut durch. Aber noch immer muss er auf seinen ersten Treffer warten. Ja. Stark gehalten von Pico Quarel. Schön bleiben. Erstmal im Angriff. Jetzt hat aber noch Irland den Ball gesichert. Aber wieder verloren. Auf Kintiora. Lewandowski wieder am Ball. Nächster Versuch. Aber wieder ist der Torwart zur Stelle. Ja, noch nicht das Spiel des Robert Lewandowski, kann man sagen. Bei der Vielzahl an Chancen ein Wunder, dass er hier noch kein Tor erzielt hat. So, mal sehen, ob es jetzt wieder kurz geht. Oder vielleicht diesmal nein. Er spielt immer diesen kurzen Abschlag. Wir setzen da auf Ballsicherheit, die Nordiren. Und da quasi einen geregelten Angriff aufzubauen. Es ist ja auch noch alles drin. Absolut. Stand von 0 zu 1. Noch 20 Minuten rum zu spielen. Das Spiel kannst du theoretisch natürlich noch gewinnen. Aber die Polen wollen hier die Entscheidung herbeiführen mit Zielinski. Lewandowski mit dem nächsten Versuch, aber stark gehalten erneut von Pico Quarel. Und ich glaube, der Bayern-Stürmer fängt hier langsam an zu verzweifeln. Absolut, absolut. Das war auch gerade an seiner Reaktion schon sehr gut zu sehen, ja. Aber auch ganz stark gehalten. Den fischt nicht jeder aus dem Winkel. Nein, definitiv nicht. Ecke segelt rein, erstmal geklärt. Und bleiben aber erstmal im Ball. Jetzt kommt der Schuss. Frankowski jetzt, der steht im Abseits. Ja, deutlich. Ja. Bestimmt einen Meter. Lewandowski daneben auch im Abseits.
So, was kommt noch von den Nordiren? Steht nur 0-1, also noch alles drin für die Mannschaft von der Insel. Gut gemacht von Lefferty jetzt. Davis. Und da ist hier die Chance, McGinnis. Aber wieder bleibt am Gegner hängen. Legt sich den Ball auf den rechten Fuß, da hätte er vielleicht mit links abschließen müssen. Dann wäre die Schussbahn frei gewesen. Ja, vielleicht kommt jetzt die Schlussoffensive der Nordiren nochmal. Aber erst die Polen. Zielinski. Geht da über die rechte Seite. Und versucht es alleine, wird nicht richtig attackiert. Wieder der Pfosten. Und der Nachschuss von Frankowski und da ist das Tor. Ja, eben eingewechselt, eigentlich klassischer Rechtsaußen. Ja. Ist hier auf der linken Seite jetzt, macht er sein Spiel. Und das kommt ihm hier entgegen, weil der rechte Fuß der Schussfuß ist offensichtlich. Ja. Zunächst den Pfosten getroffen. Ja, er trifft mit links. Ja. Aber auch schlecht verteidigt. Absolut. Ja. Ohne Not da wieder den Ball im Strafraum hergeschenkt und das ist natürlich tödlich. Ja, die Polen wechseln erneut. Wollen jetzt für die Schlussphase nochmal frische Leute ins Spiel bringen. Tja, und die Nordiren, was müssen sie vorwerfen lassen? Vielleicht zu wenig investiert nach vorne? Ja, kreativ war es wahrlich nicht. Ja. Jetzt nochmal Frankowski, kann er noch einen draufsetzen? Kann er. Das 3-0. Und das ist die Entscheidung. Und der Wechsel hat sich mal gelohnt. Zweites Tor schon von ihm, eben erst eingewechselt. Da hat der Trainer wirklich ein glückliches Händchen bewiesen. Die letzten Minuten laufen, jetzt vielleicht Lewandowski noch mit seinem Treffer. Setzt sich da perfekt durch, das muss es sein. Und das ist es. Jetzt hat er auch eher noch sein Tor und da wird er erleichtert sein. Der Kapitän macht den Deckel endgültig drauf, 4-0 für die polnische Mannschaft. Jetzt wird es am Ende richtig deutlich, aber sie hatten ja auch viele Chancen. Lewis jetzt nochmal über die linke Seite, McGinnis. Kann sich da durchsetzen, kommt hier noch das Ehrentor, aber die Polen haben wieder den Ball. Nachspielzeit läuft, Szymanski kann sich durchsetzen, versucht in die Mitte zu geben, aber da können die Nordiren klären. Und das war's, 4-0 für die polnische Mannschaft, sehr guter Auftakt für das Team. Späte Tore am Ende noch, nach der Führung. Ja, bis zur 80. Minute etwa 1-0, dann die Einwechslung von Frankowski. Genau. Und der hat den Unterschied gemacht, offenbar. Ja. Also zumindest hat er dann das Ergebnis in die Höhe getrieben. Genau. Ja, ich glaube, es war essentiell für Robert Lewandowski, da noch zu treffen, weil sowas kann natürlich auch wie ein Fluch sich dann durch das ganze Turnier ziehen, oder? Ja, sowas nagt an deinem Selbstbewusstsein, wenn du so ein Weltklasse-Stürmer bist. Und dass er jetzt das Tor gemacht hat, ist eben wichtig für das Selbstbewusstsein und ich denke mal, damit könnte der Bann auch für ihn dann gebrochen sein und weitere Tore folgen wohl möglich. Starke Partie aber auch von Grosicki. Absolut. Auf der linken Seite. Ja, ist dann früh ausgewechselt worden. Für den, Frankowski, wie gesagt. Hat sich also doch gelohnt. Im ersten Moment wirkte die Auswechslung erstmal wie eine kleine Überraschung, weil Grosicki stark in der Partie war. Aber wir haben es gesagt, gute Entscheidung vom Trainer, denn der Eingewechselte hat dann noch zwei Tore gemacht. Genau. Für die Nordiren wird es schwer. Ja. Dann noch Spanien und Schweden. Genau. Als weitere Gruppengegner, das wird eine schwere... Schwer vorstellbar, dass sie da jetzt noch großartig auftrumpfen können. Die Frage ist, was sie sich jetzt vorwerfen lassen müssen. Ich denke mal, sie hätten ein bisschen offensiver sein können, aber wir haben es ja schon gesagt, sehr viele Chancen zugelassen. Also da ist vor allem die Abwehr in der Verantwortung. Jetzt haben wir am Abend das dritte Spiel des Tages und da wieder einen der Top-Favoriten. Genau, die spanische Mannschaft greift ins Turnier ein, spielt gegen Schweden, die ja immer schwer einzuschätzen sind. Manchmal eine gute Mannschaft, manchmal nicht so. Bei den Spaniern ist es klar, die müssen wir zu den Mitfavoriten zählen. Viele Weltklasse-Spieler in ihren Reihen. Klarer Favorit Spanien in dieser Partie. Allerdings ist das Team auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Genau. Also 2008 und 2012, ja diese Dekade, wo sie 3 Titel in Serie gewonnen haben. Aber die Spieler von damals sind natürlich längst nicht mehr dabei. Wir haben natürlich da einen Iniesta im Kopf.
ein Xavi, aber Sergio Busquets, der andere Part in dieser Dreierachse im Mittelfeld, der ist noch dabei, sehr erfahrener Mann. Mal gespannt, was die nächste Generation jetzt so reißen kann. Das sehen wir dann um 21 Uhr mit der Partie Spanien gegen Schweden. Sicherlich eine spannende Partie, weil auch die Schweden eigentlich ein sehr starkes Team aufstellen können. Ja. Also, wir sind gespannt und melden uns um 21 Uhr wieder. Bis dahin, ciao. Tschüss.